beziehungsweise etwas zu weit nach links. Aber gut, wir haben jetzt wieder einen neuen Weg und das ist die Hauptsache. Scheiße, ich habe Selin nicht geheilt. Fuck, wollte ich eigentlich tun. Mistig. Ach, was soll's. Die Gute wird es mir schon verzeihen. Oder? Ja, hier kann man nicht lange böse sein. Und wenn doch, hab ich Scheiße gebaut. Und Helfer hebt die Seelen auf und eine Runde stärker, bitte, wenn nicht sogar zwei oder drei. Monster, 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 Monster und Tür. Ja, ja, so wird man verarscht, oder? Da hängen da die Efeu und scheiß fuck Geranien runter. Man selbst versucht dann, sich einmal durch die Stacheln zu manövrieren, dass man wieder an diese Kiste, die man da unten schön sehen kann. Ich müsste eigentlich nur in eine Linie zu der Kiste, oder? Dann könnte ich ja versuchen, mich ranzuziehen, obwohl das ist ja kein Zelda. Mich an Kissen ranziehen. Oh, wäre ja auch zu schön gewesen, oder? Ja, einfach so gegenrennen. Aber so geht's auch. Kann ich da nur sagen. Oh, leck mich. Ja, ich fluche stellenweise etwas viel, ich weiß. Aber ja, lieber geflucht als... Mist. Lieber geflucht als was weiß ich was. Es fühlt sich ja niemand beleidigt. Ich beleidige ja niemanden direkt. Gut, vielleicht außer stellenweise das Spiel, wenn es mich verarscht, wenn ich... Da bist du schon weiter. Ich hasse das, wenn ich Slalom durch Stacheln laufen muss, aber noch nicht mal genau weiß, wie genau denn jetzt der richtige Weg wäre. Ich guck mal. Wie ich solche Rätsel liebe, ich kann's euch sagen. Ich kann es euch wirklich sagen, das ist... Ja, die Kiste habe ich jetzt schon. Da will ich nicht mehr hin. Ich will entweder oben zu der Treppe oder zu der Tür. Mehr will ich nicht. Das reicht mir schon. Ja, lass mich... Ich habe halt nicht viele Möglichkeiten, um an diese Treppe... beziehungsweise an die Tür ranzukommen. Die ist es schon mal nicht. Da ist es jetzt, da stehe ich jetzt auf der Plattform. Da bin ich ziemlich in den Arsch gekniffen, weil ich da nicht weiterkomme.
Leute. Leck mich doch an. Am verlängerten Rücken. Was ist daran so schwer? Mich einfach nur mal so an eine Treppe gehen zu lassen und mich dann hoch. Dass ich dann einfach nur in den nächsten Stock komme. Hm? Was ist daran so schwer? Verdammte Scheiße, noch eins. Na super, ich scheine hier wirklich nicht weiterzukommen. Ach, fuck. Oder ich liebe es. Deswegen gehen wir außen rum, suchen wir uns einen anderen Weg. Wahrscheinlich ist das hier die abgefuckte Tür, mit der ich weiterkomme. Oder? Darf ich schreien? Ja, natürlich darf ich. Ach, nee. Guck mal, auf einmal. So. Jetzt wollte ich gerade schon sagen, so einfach geht's doch. Ja. Oder? Was für eine Verarsche. Was für eine verdammte Verlade. Kann ich mich an dem rüberziehen, oder? Nö, doch nicht. An der Kiste rüberziehen? Nö. Ich sagte eben schon, das ist hier kein Zelda. Auch nicht, also muss ich hier irgendwas machen. Deswegen einen Weg nach oben. Ja, gucken wir hier weiter. Ein Lebenspunkt. Leben Auffüllpunkt. Guck mal, da kann ich durch die Erde fallen. Guck mal, da bin ich in ein Monster reingefallen. Das mich mit grünen muskelbepackten Armen aufgefangen hat. Und dem ich jetzt erstmal die Mappe einhaue. Daraus lernt man, oder? Ja, ich fang dich auf und was gibt's zur Belohnung? Was auf die 12. Super. Schöne Kampfmusik im Luft hier. Ich weiß nicht, wirkt auf mich immer unheimlich entspannt. Hat fast so ein bisschen was von der Musik aus Space Night von Bayern Alpha. Eine der wenigen Sachen, die ich im Fernsehen geguckt habe, als ich es noch hatte. Ein Tengu. Nee, also Tengus habe ich nicht geguckt. Nee, sondern Space Night. Da habe ich auch ich weiß jetzt nicht, was ich sagen wollte. Ich fange Sätze an, will dann auf irgendwas raus und vergesse dann mitten im Satz, was ich eigentlich wollte. Also kann es so wichtig nicht gewesen sein, oder? Sehe ich zumindest mal so. Ja, ruf du Verstärkung, ist gut. Dumm, 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 dumm. Ich weiß nicht, ich finde immer noch diese kleinen Zombies sehen aus, als würden sie. Als wären sie entweder komische Marionetten, die versuchen zu tanzen. Oder als würden sie. Was weiß ich, irgendwas versuchen zu tanzen. Als würden sie versuchen, den Schuhplattler zu tanzen. Sind wir hier doch tatsächlich auf einem Berg und versuchen Blumen zu pflücken. Auch nicht schlecht. Nee, für die Höhlenfürsten interessiert sich ja keiner, ne?
Wir gehen Blumen pflücken. Och, was interessiert mich, dass irgendwelche Typis aus der Unterwelt kommen und da die Erde versuchen zu unterjochen oder Springfluten verursachen, Feuersbrünste heraufbeschwören. Ist nur noch, was weiß ich, Katzen gibt, die Hunde fangen. Wir auf einmal alle nur noch im Kopfstand rumlaufen. Was interessiert uns das? Wir gehen Blumen pflücken. Ja. Wir haben schön die Campingdecke dabei und ein Feuerschwert gefunden. Teilen den Kuchen mit unseren Kapselmonstern.